und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es, wie in meinem Live-Update schon versprochen, ein What's in my Uni-Bag bzw. ein Was ist der Inhalt meines Uni-Rucksacks. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich bin kein von diesen fancy Girls, die mit der Handtasche an die Uni gehen. Außer ich habe eine Vorlesung, wo ich meinen Laptop nicht brauche. Mir ist nämlich meine Haltung und meine Schulter was wert, deshalb könnte ich das einfach nicht ertragen, meinen Laptop in einer Handtasche rumzuschleppen. Noch dazu ist er da drin ja nicht wirklich geschützt. Deshalb war mir schon von Anfang an klar, für die Uni muss es ein Rucksack sein. Der ist noch dazu halt auch super praktisch, weil ich ja ständig unterwegs bin und natürlich auch von Landshut nach Passau fahre, beziehungsweise zu meinem Freund. Ein Rucksack ist da einfach immer, da geht viel mehr rein und ist einfach viel praktischer. Ich zeige euch das gute Stück mal. Ich habe hier einen Rucksack von Samsonite. Ich habe den jetzt auch erst seit diesem Semester beziehungsweise seit den Semesterferien. Ich hatte für die ersten zwei Semester einen Rucksack von Spiral Bags, den habe ich mir selber ausgesucht. Das war mal wieder die Fehlentscheidung des Jahrhunderts. Der war halt sehr günstig, aber er hat mir einfach optisch sehr gut gefallen und der hatte einfach wahnsinnig schlechte Qualität. Also diese Schulterriemen haben sich ständig von selbst verlängert. Noch dazu die Verschlüsse vorne, die hingen irgendwann so nach, keine Ahnung, zwei, drei Monaten nur noch an so Fäden. Deshalb bin ich sehr froh, dass mein Papa mir einen neuen ausgesucht hat. Das war auch ein Geschenk, also vielen Dank nochmal dafür. Das ist so ein Rucksack, wie sie momentan halt in sind, den man hier so, ich habe hier so einen Klapper, den man in verschiedene Löcher hier reintun kann, je nachdem wie viel Platz man in dem Rucksack braucht, und dann kann man den hier oben so aufrollen und hat quasi nochmal extra Stauraum, je nachdem was man alles so mitschleppen muss. Für die Uni reicht man natürlich die normale Größe, aber gerade wenn ich dann danach mal noch einkaufen gehe oder doch mal spontan noch ein Buch besorgen muss oder irgendwas anderes, dann ist es mega praktisch, wenn man das hier noch so ausklappen kann und dann einfach mehr Stauraum hat, beziehungsweise nehme ich den natürlich auch, wenn ich in den Urlaub fahre oder so, und dann muss in den Rucksack, also ins Handgepäck, wirklich ganz schön viel rein. Also der Rucksack hat einmal hier so eine sehr große Tasche, also wo natürlich das meiste drin ist, und dann hier vorne nochmal so eine kleine, beziehungsweise in dieser kleineren Tasche sind dann nochmal Innentaschen. Ich mache euch da so Einblendungen dazu. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass der wirklich hier hinten komplett gepolstert ist. Auch diese Schulterriemen sind innen nochmal gepolstert. Und dann hat es hier sogar noch so eine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so eine Lasche, mit der man den theoretisch auch auf den Koffer oben drauf stecken kann. Also ich teile das Video jetzt so in zwei Phasen, weil natürlich mein Rucksack einmal befüllt wird, wenn ich nach Passau fahre mit dem Zug. Und da sind ein paar andere Dinge drin, als wenn ich dann tatsächlich in Passau bin und mit dem Rucksack an die Uni gehe. Deshalb fangen wir jetzt mal an mit Phase 1. Wenn ich nach Passau fahre, dann ist das Erste, was ich natürlich immer mitnehme, ein Buch, weil ich natürlich anderthalb Stunden im Zug sitze. Teilweise mache ich da auch was für die Uni, wenn die Professoren halt erst später ihre Folien hochgeladen haben und ich noch was zusammenfassen muss. Aber gerade jetzt am Anfang vom Semester ist halt da noch nicht so viel. Das heißt, ich habe immer ein Buch dabei. So, das nächste, was ich natürlich dabei habe, ist mein Laptop. Dieses Ding ist mir wirklich heilig und deshalb war es mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich auf jeden Fall in meinem Rucksack eine Laptop-Tasche drin habe. Ich schütze meinen Laptop zwar allgemein noch mit einer extra Hülle, aber mir ist es immer wichtig, dass der im Rucksack wirklich separat von allen anderen Sachen drin ist. Das heißt, falls zu nur tatsächlich mal was ausläuft oder irgendwie sowas ist, dann ist der einfach getrennt von allem. Und dann habe ich eben meinen Laptop hier nochmal extra in einer Hülle drin. Die hat mir mein Papa mal mit 16 geschenkt. Ich weiß nicht, ob er die extra gekauft hat oder ob die auch irgendwie ein Werbegeschenk war oder so. Aber auf jeden Fall habe ich die jetzt schon seit Jahren. Die ist auch schon mittlerweile ziemlich ausgeleiert und dreckig, weil ich die halt wirklich jeden Tag in Benutzung habe. Aber mir ist es einfach lieber, wenn das Laptop nochmal hier so eingepackt ist. Wie ihr euch schon denken könnt, ich nehme das Laptop auch wirklich immer mit an die Uni, weil ich auf dem Laptop am besten mitschreiben kann. Ich weiß, es gibt Leute, die da gern per Hand schreiben, aber meine Handschrift ist schrecklich und ich tippe halt viel schneller, als ich mit der Hand schreiben kann. Falls es jemanden interessiert, ich habe das MacBook Pro. Ich weiß gar nicht, welche Version. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Ich habe da so einen Iron Man Sticker drauf, wenn es interessiert. Genau. Und mit dem bin ich immer noch sehr zufrieden. So, das nächste, was natürlich in meinem Leben und auch in meinem Uni-Rucksack nicht fehlen darf, ist mein Terminplaner. Ich mache mir eigentlich jedes Jahr einen Terminplaner selber auf Fotoparadies. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe auf dem YouTube-Channel. Ich kann euch das nur empfehlen, weil ich mir den dann wirklich so designen kann, wie ich mag. Also ich habe das Cover selber designt, wenn man das so sieht. Da steht auch mein Name drauf. Und ich meine, natürlich ist jetzt so die Verteilung, so schaut das jetzt so ungefähr aus bei mir. Ich kritzel da immer so rein. Das Layout kann man natürlich jetzt nicht so verändern, aber es gibt pro Monat zwei Seiten, die man mit Fotos gestalten kann. Ich suche euch mal eine raus, die
akzeptabel ist. Hier zum Beispiel habe ich eine, habe immer eine Seite gemacht mit Fotos. Das ist so eine Seite mit den ersten Bildern von Lucia und mir. Und dann auf der anderen Seite habe ich sowas Inspirierendes gemacht, wo ich meine immer so Quotes und sowas drauf gedruckt habe, je nachdem, wie ich das gestalten wollte. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Und ohne dieses Ding geht bei mir wirklich gar nichts. Ich schreibe halt wirklich jeden Task vom Tag da rein. Also selbst so duschen und keine Ahnung was. Einfach nur, damit ich weiß, was ich alles zu tun habe am Tag, weil die Uni natürlich schon ja, ein sehr flexibles Leben fordert und man alles andere so um die Vorlesungen rumbasteln muss. So, was bei mir natürlich ein Essential ist und was es auch bei euch sein sollte, ist eine Wasserflasche. Ich habe es jetzt auf Social Media noch nicht groß erwähnt, einfach weil es da noch keine Möglichkeit gab, das irgendwie einzubinden. Aber ich versuche sehr nachhaltig zu leben. Das heißt, ich habe keine Plastikwasserflaschen, sondern ich habe immer diese Flasche. Ich finde es auch ganz ehrlich viel praktischer, weil die kann ich einfach überall auffüllen. Das Leitungswasser in Deutschland hat wirklich sehr gute Werte und ist super gesund, also warum sollte man das nicht trinken? Ich habe hier eine Flasche von Honey Holly. Wir haben die auf Amazon bestellt. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, auch in so schönen Pastellfarben. Ich habe die jetzt in rosa, weil meine Familie alle hatten schon die Blautöne geklaut. Deshalb habe ich jetzt eine in rosa. Und ich fühle mich da ehrlich gesagt auch besser, wenn ich mein Wasser draus trinke, weil Plastik oft so einen Eigengeschmack abgibt. Wenn man so Tupperflaschen hat zum Beispiel, hatte ich früher, hat schrecklich nach Plastik geschmeckt. Und das gibt eben keinen Geschmack ab und auch kein Mikroplastik. Deshalb ja, bin ich sehr zufrieden mit dieser Flasche, kann ich nur empfehlen. Die gibt es aber momentan eigentlich überall. Es gibt ja auch Glasflaschen oder was weiß ich. Also so, das nächste Trinkbehältnis, was ich dabei habe, ist dieser Kaffeebecher von Emsa. Ich dachte am Anfang, ich bin bestimmt mega unique mit dem Ding, weil das ist einfach super. Da läuft nichts aus, das kann man gut spülen, da passt super viel rein. Aber nein, ungefähr jeder zweite Mensch an der Uni hat diesen Kaffeebecher von dieser Marke. Natürlich in unterschiedlichen Farben und Größen, aber wirklich jeder hat den. Das heißt, falls ihr euch so einen auch holen wollt, dann aufpassen, dass man den nicht an der Uni verwechselt mit jemand anderem, wenn man den verliert. Auf jeden Fall, ich habe die Farbe Brombeere und ich bin mit dem wirklich super zufrieden. Das ist bisher der einzige Kaffeebecher, der wirklich dicht hält und den ich guten Gewissens mitnehmen kann und der super leicht zu spülen ist. Ich benutze den immer, wenn ich nach Passau fahre, weil ich mir dann immer bei Jormas einen Kaffee hole. Ich will natürlich auch da dann eben halt so wenig Müll wie möglich produzieren und ich finde, das ist halt wirklich die einfachste Möglichkeit, einfach das mitzunehmen. Dann braucht man keinen Pappbecher, keinen Plastikdeckel, kein gar nichts und der Kaffee bleibt sogar noch heiß da drin und man kriegt 10 Cent Rabatt. Ich benutze den nicht nur für Kaffee, sondern auch, wenn ich ihn dann in Passau gespült habe, teilweise für Frühstück. Ich mache da manchmal so Overnight Oats drin. Ich habe zum Beispiel mittwochs eine 8 Uhr Vorlesung und ganz ehrlich, ich habe keine Zeit, da morgens groß Frühstück zu machen. Deshalb ist das voll praktisch, wenn ich am Abend vorher da Obst und Haferflocken und Milch reinmache und am nächsten Tag ist mein Frühstück fertig und dann nehme ich das so mit in die Uni und löffel das da raus. So, das nächste, was hier drin ist, mag manchen jetzt komisch erscheinen, aber ich habe immer eine Plastik, also so eine Brottüte dabei von Rewe. Ich wechsle die natürlich schon manchmal aus, wenn ich da irgendwas mit Zuckerguss oder was weiß ich drin hatte, aber ansonsten versuche ich auf jeden Fall immer so eine dabei zu haben, um keine neue nehmen zu müssen, weil ich renne ungefähr, ich weiß nicht wie oft die Woche, zu unserem Rewe an der Uni und hole mir eine Breze oder irgendwas und ich kann es einfach irgendwie für mich nicht verkraften, da jedes Mal so eine neue Tüte zu nehmen. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass vielleicht jetzt das Papier weniger umweltschädlich ist als Plastik, aber es hat halt jetzt hier eben auch noch so eine Plastiksichtfolie. Das heißt, ich versuche die immer wieder zu verwenden, nur wenn ich dann mal eben was mit Zuckerguss drin hatte, dann muss ich halt eine neue nehmen, weil das dann da drin alles klebt. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, weil das Ding ist leicht und nimmt einfach keinen Platz weg. Das nächste, was ich natürlich in dem großen Fach im Rucksack dabei habe, ist mein Geldbeutel. Der ist von Primark von vor 100 Jahren gefühlt. Hier ist auch schon an dem einen Reißverschluss ist schon dieses Zieh-Ding abgegangen, aber ich will den einfach nicht hergeben. Ich mag den von, ich weiß, der ist riesig groß, aber ich liebe diesen riesen Geldbeutel, weil da passen alle meine Millionen Kassenzettel rein, die ich immer brauche, um mich danach daran zu erinnern, was ich noch aufschreiben muss auf meiner Ausgabenliste. Und ich liebe den einfach, deshalb ja, habe ich den auf jeden Fall auch immer dabei. Logischerweise, jeder sollte seinen Geldbeutel dabei haben. So, das große Fach ist jetzt leer. Kommen wir zu diesem kleinen Fach hier. Ich mache euch das mal ganz auf. Vielleicht sieht man das. Man kann das hier so aufklappen.
Und dann hat es hier an der Innenseite von dieser Tasche nochmal ein kleines Fach und ich erzähle euch jetzt einfach mal, was da so drin ist. Also in dem einen kleinen Fach habe ich erstmal Kugelschreiber und Stifte drin. Ich benutze den Rucksack auch, wenn ich in Landshut Nachhilfe gebe. Das heißt, ich habe hier auch immer einen Rotstift dabei, um Sachen zu korrigieren von den Schülern. Ich nehme kein Federmäppchen mehr mit, weil wie gesagt, ich schreibe das meiste am Laptop und wenn dann brauche ich halt einen Kugelschreiber und ich habe sowieso immer einen am Notizbuch dran und da habe ich hier einfach einen separaten und den Rotstift. Außerdem habe ich in diesem Fach immer einen USB-Stick dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich den mega oft brauche, aber immer mal wieder. Es ist einfach praktisch zu wissen, wo einer ist. Außerdem habe ich immer Tempos dabei. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig, aber ich bin einfach die Allergiker-Person und meine Nase juckt einfach 24/7 und die läuft auch 24/7. Also oft einfach und ich brauche einfach ständig Taschentücher für alles. Noch dazu, wenn jemand anderes eins braucht, habe ich auch immer eins parat. Also ich versuche immer die Tempos dabei zu haben. Als nächstes habe ich natürlich mein Handy dabei, hier mit dem irgendwas mit Mediensticker von meinem Studiengang. Das kommt auch immer in dieses Fach da vorne, obwohl ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich immer total paranoid Angst habe, jemand steht hinter mir und schlitzt mir, wenn ich irgendwo stehe, den Rucksack auf und holt sich mein Handy. Das heißt, ich habe mein Handy tatsächlich meistens in der Hand oder in der Jackentasche, weil ich es eh ständig brauche und dann immer hinfühlen kann, ob es noch da ist. Ich bin einfach eine paranoide Person. Ich habe immer Angst, dass ich was vergesse oder dass mir was unterwegs geklaut wird. Außerdem habe ich natürlich meinen Schlüssel dabei, der kommt auch da vorne in dieses Fach rein. Was in meinem alten Rucksack, der ja super schlechte Qualität hat, ganz cool war, der hatte so ein Seitenfach, wo man so einfach ran konnte und da habe ich so ein kleines und da habe ich immer den Schlüssel reingesteckt und das war dann immer praktisch, weil ich den Schlüssel rausholen konnte, selbst wenn ich den Rucksack auf hatte. Jetzt muss ich da immer meinen Rucksack von den Schultern nehmen, aber ja gut, das ist jetzt ein, wie soll ich sagen, ein Opfer, das ich gerne bringe. Auf jeden Fall, Schlüssel sind immer dabei. Und in diesem Fach hier, in diesem, ich sag mal, mittelgroßes Fach vom Rucksack, es sind außerdem meine Wireless-Kopfhörer. Die haben hier so, ne, dass die gut halten an den Ohren, weil ich mit denen auch laufen gehe. Ich habe mich wirklich ewigst lang gesträubt, mir solche Bluetooth-Kopfhörer zu kaufen, mit denen man richtig laufen gehen kann. Weil ich weiß nicht wieso, ich bin einfach geizig, wenn es um Technik geht, warum auch immer. Aber das war wirklich die beste Investition, die ich hier getätigt habe. Das ist einfach so viel praktischer, nicht ständig so ein Kabel bis zum Handy zu haben und auch Kopfhörer zu haben, die wirklich halten, wenn man laufen geht. Die sind von Anker. Ich habe auch mal eine Bluetooth-Box von Anker, also die kann ich nur, ich glaube, die heißen Spirit X oder so heißen diese Kopfhörer, kann ich euch auch mal unten verlinken, kann ich nur empfehlen. Schauen natürlich jetzt nicht mega schön aus mit diesem Ohrenteil, aber finde ich mega praktisch. So, kommen wir jetzt zum letzten Fach und zwar ist es dieses Mini-Fach, was ich hier vorne in der Tasche habe. Das ist so meine Notfalltasche, meine Versorgungstasche. Da habe ich einmal Kaugummis drin, die immer gerne auch von meinen Mitkommilitonen benutzt werden, you know. Das ist wie in der Schule, da ändert sich gar nichts. Dann habe ich eine Binde dabei, tatsächlich nur eine, weil ich durch die Pille immer weiß, wann meine Tage kommen und dann rechtzeitig welche einpacke. Außerdem habe ich immer Schmerztabletten dabei. Also ich brauche die Gott sei Dank kaum mehr, aber ich hatte trotzdem letztens mal wieder so, ja, manchmal habe ich so ein bisschen Bauchkrämpfe. Ich hatte schon länger nicht mehr, aber ja, zur Not habe ich immer Schmerztabletten dabei oder wenn auch mal jemand anderes eine braucht. Das kommt bei Frauen öfter vor. Und außerdem habe ich immer Pflaster dabei. Ich weiß, das klingt, als wäre ich so eine, keine Ahnung, Mom, aber diese Pflaster haben mir schon so oft den Arsch gerettet, weil ich einfach jedes Mal Blasen in meinen Schuhen kriege, egal wie bequem die Schuhe sind. Meine Füße sind einfach mega empfindlich. Und wenn man dann Pflaster dabei hat, ist man einfach die Rettung in der Not. Oder Lucia hat sich zum Beispiel letztens ihren Nagel eingerissen und dann war ich einfach, also nicht den Nagel, sondern die Nagelhaut und dann war ich einfach King mit diesen Pflastern hier. Das einzige Beauty-Produkt, was ich tatsächlich immer mit mir rumschleppe, glaubt es oder nicht, ist ein Labello. Und selbst den vergesse ich öfter mal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mittlerweile mag ich mich am liebsten nur mit Wimperntusche. Meine Haut ist mittlerweile auch so, dass ich sage, ich will kein Make-up mehr benutzen. Das habe ich mir immer geschworen. Wenn ich Haut habe, die rein ist oder so, dass ich damit zufrieden bin, warum soll ich dann mir Make-up da drauf klatschen? Deshalb, ich habe ein Labello dabei, wenn meine Lippen mal wieder ganz blass sind, aber mehr ist es auch nicht. Jetzt zeige ich euch noch zwei Sachen, die dann sich tauschen mit anderen Dingen in meinem Rucksack, wenn ich an die Uni gehe. Hier diesen Kaffeebecher nehme ich normalerweise, außer da ist mein Frühstück drin, nicht mit an die Uni, weil an der Uni gibt es wirklich, also sorry, dass ich es sage, vielleicht habe ich einen hohen Standard, aber es gibt einfach keinen guten Kaffee da. Du kannst einfach keinen Kaffee trinken. Deshalb habe ich den an der Uni eigentlich immer nicht dabei, genauso wenig wie das Buch. Stattdessen, was ich aber tatsächlich öfter mal mitnehme, ist das hier, beziehungsweise ich habe diese Box auch noch in kleiner.
Die habe ich mir letztens beim Hagebaumarkt geholt. Durch Zufall, die gibt es aber überall. Die sind von Stoiber, steht da drauf. Die gibt es aber überall auch auf Amazon in so größeren Packs. Ich brauchte aber nur zwei, deshalb habe ich jetzt das und noch ein kleines rundes mitgenommen. Das ist nur noch in Passau. Das sind so Glascontainer. Auch da habe ich versucht, halt, ich wollte keine ganz Plastikdinger kaufen, weil ich das eben versuche, Plastik zu vermeiden. Der Deckel ist natürlich trotzdem aus Plastik, weil man hier auch so ein Gummi braucht und so, aber die Schale ist aus Glas. Ich nehme in Kauf, dass das etwas schwerer ist. Das Ding hat aber noch viele weitere Vorteile, nämlich es ist Mikrowellen- und ofenfest. Das heißt, wenn ich mal einen Auflauf mache, was bei mir tatsächlich öfter vorkommt, weil ich jede Woche koche, dann mache ich den einfach hier in dieser Schale drin. Für eine Person reicht es locker für 2, 3 Tage. Und den kann ich einfach als, ja, so Ofenform benutzen für so Aufläufe oder so. Und ich kann natürlich auch dann im Kühlschrank mein Essen aufbewahren, was mir besonders wichtig war. Und die kleinere Version davon nehme ich eben auch oft an die Uni. Die sind super dicht hier mit diesem Gummi und dieser Deckel sitzt wirklich mega fest da drauf. Das heißt, man kann den auf jeden Fall super mitnehmen, so als Box fürs Mittagessen. Falls sich jetzt jemand fragt, ob ich auch mal Bücher mit an die Uni schleppe, ich habe Gott sei Dank einen Studiengang, der Medien und Kommunikation heißt. Das heißt, Medien ist was ziemlich Neues und eigentlich ist alles, was wir brauchen, dafür digital verfügbar. Eigentlich habe ich Gott sei Dank kaum Bücher dabei und brauche deshalb auch keinen Platz dafür in meinem Rucksack. Das war's von mir. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da und wenn ihr Ideen habt, was ihr immer so nehmt und was für euch so ein Essential ist, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Vielleicht hilft das jemand anderem und mich interessiert es natürlich auch immer, was ihr so gerne mit euch rumschleppt. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen. Tschüss!